Hallo und herzlich willkommen. Kommen wir zum letzten Boss der Normalreihe. Zum guten Thaddeus, der uns hier erwartet. Es lebt! Aber ihr nicht mehr lange. Ja, das wollen wir erst mal sehen. Er hat eine recht eklige Eigenschaft. Und zwar, er dreht zwischendurch immer Angriff und Leben unserer Diener um. Beziehungsweise aller Diener. Was dann natürlich sehr verwirrend sein kann. Deswegen habe ich mich für ein Priesterdeck entschieden. Wobei ich stark darauf achte, halt eben, dass es jeweils immer sehr, sehr ausgeglichen ist zwischen Leben und halt eben Angriff. Man kann schöne Kombinationen machen, gerade zum Beispiel mit dem Gurubashi-Berserker. Der hat nette Möglichkeiten, wie man ihn ja hochbuffen kann. Aber ich entscheide mich hier jetzt am Anfang halt eben mal für eine junge Priesterin, für einen göttlichen Willen und eine heilige Pein. Damit sollten wir jetzt eigentlich mal schön starten können. Die heilige Pein einfach, weil er viele Gegner mit 2 Schaden aufs Feld bringt, jetzt gerade am Anfang. Und damit können wir sie einfach hier rausnehmen. Und ihr seht hier auch schon die Veränderung. Er dreht uns die Priesterin hier einfach einmal um. Gut, und spielt noch einen entsprechenden Krabbler. Der ist natürlich blöd, weil er genau auch 1-2 hat. Das heißt, wenn er uns das hier umdreht. Aber hier bekommen wir schon eine Lichtbrut. Die hat den Vorteil, sie hat halt 5 Schaden, egal wie rum sie ist. So, spielen wir noch einmal hier. Und hoffen, dass beide schön gebufft werden. Einmal hier rüber. Einmal hier. So. Er dreht sie um und wird uns jetzt wahrscheinlich die junge Priesterin... Nein, er nimmt ihn weg. Okay, macht nichts. Die junge Priesterin ist ja immer noch da. Damit können wir eine davon hier wegnehmen. Können sie noch zusätzlich spielen. Ist jemand verletzt? Dann können wir hier beide entfernen. Und das sollte uns eigentlich keinen Schaden machen. Weil er dreht ja wieder. Das heißt, sie macht wieder nur 1 Schaden. Und das ist natürlich jetzt die blöde Möglichkeit. Er räumt ab. Aber wir sind schon in Runde 4. Das heißt, wir können direkt jetzt unsere Lichtbrut spielen. Und die kriegt er einfach nicht so leicht weg. Und vor allem, wenn wir jetzt unten noch einen Verdoppler drin haben, dann macht das einfach mal gar nichts aus. Genau, er macht nichts. So, wir verdoppeln einmal. Zack. Jetzt ist ein 10-10er. Jetzt noch einmal die Priesterin davor werfen. Ja, heilen müssen wir nicht, aber können wir. Und schon steht's bei 19-30. So, er dreht um, spielt er irgendwas aus, er probiert wieder sein Gewitterstürmchen, kriegt damit zwar die Priesterin weg, aber unser Großer ist immer noch da. Die Klerikerin war es. Hier kommt die Priesterin. So, ihn kriegen wir auf 9 hoch, hauen ihm die 9 weg, damit steht's 10. So, er dreht wieder um. Macht er noch irgendwas? Er spielt ein Axrarmas-Schema. Kommt noch irgendwas Interessantes? Nein, es kommt nichts. Und damit ist die Runde auch schon erledigt. Jetzt können wir ihm nämlich die kompletten 10 direkt reinhauen. Hier heilen uns nochmal einmal hoch. Bringt natürlich nichts, weil er es ja umgedreht hat. Den können wir nicht weghauen. Und somit einmal mit der Priesterin drauf. Dann ist er auf 9 und einmal nicht gut. Und schon haben wir die Runde gelöst. Also ist jetzt eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, wie man Thaddeus besiegen kann. Einfach. Ich lasse mir diese Dreistigkeit nicht mehr gefallen. Ja, musst dir, weil du bist der Übernächste jetzt. Gut, also das war Thaddeus. Wir bekommen hier noch 2 Karten, die klagende Seele. Und ja, gleich sehen wir uns bei den Herausforderungen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Wir bekommen ja noch eine Karte, die habe ich total vergessen. Ja, auf die freue ich mich ja schon total. Folgen. Ich bin gespannt, was mir hier für schöne Kombinationen macht. Also, bis gleich. Also. Hearthstone! Heroes of Warcraft!
Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.